So, guten Abend, herzlich willkommen beim virtuellen Weiterbildungsforum des Projekts E-Learning 3D der Fakultät für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld. Das ist immer ein besonders schöner Satz, den ich gerne sage. Schön, dass Sie hier sind. Heute zu dem Thema, das hier auf der rechten Anzeigetafel schon zu sehen ist, die Gestaltung tutorieller Betreuung in Second Life in Lehr-Lern-Prozessen. Jetzt muss ich hier mal gerade einen Störenfried ausschalten. So, Störenfried ist auch gleich ein guter Punkt. Wir haben auch heute wieder für technische Unterstützung gesorgt. Dieser hält heute Casa Questi vor, die hier auch im Plenum sitzt. Sollten sich also irgendwelche Schwierigkeiten ergeben, Sie den Ton nicht hören oder irgendwelche anderen Dinge, die nicht so sein, nicht so sind, wie sie sein sollten, wenden Sie sich gerne an diese. Wir haben heute Tanja Adamus zu Gast, alias Lilith Janus, die etwas sagen wird zu, wie schon angekündigt, tutorieller Begleitung von Lehr-Lernprozessen in Second Life. Tanja Adamus ist Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen am Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement bei Professor Kerres mit den Schwerpunkten Lernen in virtuellen Welten, Gender und E-Learning sowie E-Sports. Die Veranstaltung heute wird, wie immer im virtuellen Weiterbildungsforum, so aufgebaut sein, dass wir zunächst einen circa 20-minütigen Input von Frau Adamus-Janus hören werden und anschließend Gelegenheit zur Diskussion besteht. Wie immer haben wir einige provokante Thesen vorbereitet, die bewusst so gewählt sind, dass sie erstmal Widerstand hervorrufen sollten, und daran können wir uns dann abarbeiten, um nach einer circa halbstündigen Diskussion zu wechseln in einen informellen Kontext in unserer Cafete hinter uns auf der Repräsentanz. Ja, ich würde sagen, Frau Adamus sagt noch mal etwas zu Zwischenfragen, wie die gestaltet sein sollen, ob alles anschließend gefragt werden soll oder ob bei Verständnisfragen auch zwischendurch es erlaubt ist, sich zu melden. Und wenn von Ihrer Seite keine Fragen mehr offen sind, würde ich gern Frau Adamus das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt auch gerade niemanden, der noch Fragen hat. Erstmal von mir auch ein herzlich willkommen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören für alle. Sollte das nicht so sein, bitte melden. Vielen Dank für die Einladung nochmal an die Bielefelder. Zu dem Thema Zwischenfragen. Meinetwegen können wir das gerne so halten, dass die während des Vortrags gestellt werden können. Da ich jetzt leider nur die Hälfte der hier Anwesenden sehe, irgendwie kriege ich es gerade nicht hin, mich vernünftiger zu positionieren, wäre es vielleicht nur ganz gut, einfach kurz irgendwie in den Chat zu schreiben, dass es eine Frage gibt. Den habe ich, glaube ich, ganz gut im Auge. Dann kann ich da gerne schon während des Vortrags drauf eingehen. Das ist kein Problem. Ja, Thema die Gestaltung tutorieller Betreuung in Second Life. Ah, ein okay, gut. Hoffe ich, dass die Wand auch funktioniert. Genau. Ich dachte mir, ich starte mal ganz kurz damit, ein bisschen was zu dem zu sagen, wo ich herkomme und was wir machen, nämlich zur Universität Duisburg-Essen und ihren Aktivitäten in Second Life. Wir sind aktiv in Second Life tatsächlich schon seit Juli 2007, also schon seit fast anderthalb Jahren, haben damals erstmal angefangen, uns ein bisschen umzuschauen. Das war vor allen Dingen meine Person, rauszukriegen, was ist das überhaupt, was kann man hier machen, was gibt's hier schon. Ich muss nämlich gestehen, bevor ich beruflich damit angefangen habe, hatte ich so überhaupt nichts mit Second Life zu tun. Und nach ersten Versuchen und Ausprobieren hat uns das Ganze dann doch gefallen und gepackt, so dass wir seit November 2007 auch mit einer eigenen virtuellen Dependance unserer Universität auf dem European University Island vertreten sind. Hier im Hintergrund sehen Sie ein kleines Bild davon, wie dieses Gebäude von uns aussieht, zumindest das Hauptgebäude. Eben auf der Startfolie konnten Sie auch schon einen kleinen Eindruck davon erhaschen, wie so unser Hörsaal dort gestaltet ist. Nicht besonders anders, als man das von Hörsälen so erwartet, aber trotzdem schön. Wer uns mal besuchen möchte, da habe ich hier mal die SL-URL hingepostet, falls jemand Interesse hat. Herzlich willkommen. Was machen wir so in Second Life, beziehungsweise was haben wir bisher gemacht?
Neben jeder Menge entdeckenden Forschen habe ich mal so die Highlights versucht zusammenzufassen, als da wären zum Beispiel der E-Day 2008. Der E-Day ist eine Art Sommerfest unseres Lehrstuhls, der sich vor allem für die Studierenden und Interessierten des Online-Masters Educational Media anbietet. Das ist ein Master, den wir anbieten. Den haben wir letztes Jahr erstmalig nicht nur in Duisburg vor Ort durchgeführt, sondern auch die Vorträge, die in Duisburg gehalten wurden, nach Second Life übertragen und sogar einen Referenten dabei gehabt, der in Second Life nur vor Ort sein konnte und dann dessen Vortrag dann halt eben nach Duisburg übertragen wurde. Es gibt seit diesem Wintersemester von mir durchgeführt, in Kooperation mit Herrn Professor Kerres, das Seminar Lernen in virtuellen Welten, das komplett in Second Life nur angeboten wird, richtet sich an Studierende der Universität Duisburg-Essen im Fach Diplompädagogik und an die Studierenden des Online-Masters Educational Media. Sieht wirklich so aus, dass es eine wöchentliche zweistündige Seminarsitzung gibt, wo ich mit den Studierenden gemeinsam Themen rund um Lernen in virtuellen Welten natürlich mit speziellem Bezug auf Second Life erarbeite. Da das Semester sich dem Ende zuneigt, sind wir jetzt auch schon kurz vor der letzten Sitzung. Ich habe kaum Studierende verloren. Sie waren alle sehr durchhaltewillig und haben fleißig mit Second Life gekämpft, aber den Kampf, glaube ich, erfolgreich gewonnen. Was haben wir sonst noch gemacht? Genau, die Konzeption und mehrmalige Durchführung einer Einführungstour in Second Life für Pädagoginnen. Da werde ich nachher noch genauer drauf eingehen, weil wir dort auch mit der tutoriellen Betreuung ein bisschen ausprobiert haben und dort ein spezielles Konzept für entwickelt haben. Und schließlich noch kleiner Hinweis auch von meinem Kollegen Axel Nattland, beziehungsweise hier in Second Life Axel Malibu durchgeführt, der monatliche offene Stammtisch im Duisburg Learning Lab. Das ist ein Gebäude bei uns nebenan, jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr. Ich sehe gerade die Frage, wie viele Teilnehmer hat das Seminar? Ich habe aktuell 13 oder 14, das verwechsel ich jetzt immer. Ich glaube, es sind 13. Okay. Ja, gute Nachfrage. Nee, stimmt. Also 13 Teilnehmende, die, glaube ich, ja, die auch sehr konstant waren, das muss man wirklich sagen. So. Was hat uns überhaupt damals als Lehrstuhl dazu bewogen, uns mit Second Life zu beschäftigen? Wir sind ein Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement mit einer sehr starken Ausrichtung. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon mal von Professor Kerres gehört haben, wissen, dass auf E-Learning, Medien, vor allen Dingen auch Web 2.0 und neue Medien. Und unsere so zentralen Forschungsfragen und Interessen habe ich hier mal versucht, so kurz wie es irgendwie geht, zu sammeln. Das ist natürlich an erster Stelle Beurteilung von Second Life aus einer mediendidaktischen Perspektive. Das heißt, welche Einsatzszenarien gibt es? Welche könnte man sich vorstellen? Welche machen Sinn aus didaktischer Perspektive? Welche sind unsinnig? Welchen Mehrwert hat Second Life überhaupt für E-Learning-Prozesse? Das schließt ein bisschen zusammen mit einem etwas größeren Punkt, der nicht mehr nur Second Life spezifisch ist, den ich aber trotzdem hier mal aufgeführt habe, da sich dort mehrere Mitarbeiter unseres Lehrstuhls, ich selber eingeschlossen, auch mit beschäftigen, nämlich die Frage nach potenziellen Mehrwert generell von MOOCs, also von allen Arten von Multi-User Virtual Environments, nicht nur Second Life, für Bildungsprozesse. Geht ein bisschen zusammen mit Fragestellungen aus dem Bereich Game-Based Learning, aber nicht nur. Ein Punkt, mit dem ich selber mich auch im Rahmen eines Forschungsprojekts beschäftige, ist der Aspekt der sozialen Präsenz. Das ist etwas, was so meine persönliche These ist, was ich als einen Mehrwert von Second Life sehen würde, dass hier wirklich soziale Präsenz erlebt werden kann. Und ich versuche gerade zu erforschen, inwiefern das zutrifft, also oder auch nicht. Ja, genau. Dann ein weiterer Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Gestaltung von Lernaufgaben in Second Life. Wie können diese aussehen? Second Life bietet ja weitaus mehr Möglichkeiten als andere E-Learning-Tools. Das heißt, was kommt hier neu hinzu? Wie müssen Lernaufgaben gestaltet sein, damit sie in Second Life funktionieren und wirklich auch dort Sinn machen und nicht einfach nur eins zu eins aus anderen Bereichen übertragen werden? Die Erprobung und Modifikation didaktischer Methoden in Second Life, das umfasst dann alles, was man an Methoden kennt, welche funktionieren in Second Life, welche nicht, welche muss man verändern. Habe ich jetzt auch mit Studierenden im Rahmen meines Seminars gemacht. Wir haben Rollenspiele ausprobiert, mit Studel rumgespielt, hatten jemanden, der was zu
zur E-Moderation gesagt hat, wird für die Lernaufgaben ein Learning Management wie zum Beispiel Moodle genutzt. Da gibt es ja auch Schnittstellen zu SL. Wir nutzen im Seminar im Moment Moodle. Das Problem ist, ich kenne Sludel. Unser Zentrum für Information und Medien möchte nur auf unser Moodle-Server Sludel nicht zusätzlich installieren. Das ist denen zu unsicher. Aber wir hatten die Chance, gerade im Rahmen meines Seminars war ein Studierender dabei, der sein eigenes Moodle auf seinem Webserver ausgesetzt hat und dort auch Sludel installiert hat. Das heißt, wir können jetzt wenigstens als Teilnehmende des Seminars damit ausprobieren und ein bisschen rumspielen. Hat das die Frage beantwortet? Okay, gut. Sonst nochmal nachfragen. Genau. Und der letzte Punkt, last but not least, aber ich habe ihn einfach mal als letzten aufgeführt, weil er halt zum eigentlichen Thema dieses Vortrags natürlich überleitet, ist die Frage nach tutorieller Betreuung in Second Life für Lernprozesse. Wie sieht's davon damit aus? Ist das möglich? Ist das nötig? Und wenn ja, wie muss das Ganze gestaltet sein? So, ganz kurz was, da ich nicht weiß, von welchem Ausgangsniveau ich hier ausgehen muss, inwiefern diese Diskussion um tutorielle Betreuung im E-Learning bekannt ist, ein paar Sätze dazu. Und zwar hat es sich in unterschiedlichsten Studien und Forschungen gezeigt, schon seit Jahren, dass das Lernen im E-Learning ohne tutorielle Betreuung nur schwer erfolgreich ist. Das zeigt sich vor allem dann, wenn man beobachtet, wie das mit den sogenannten Aufhörern, den Dropouts aussieht. Also da hat man gute Erkenntnisse daraus gewonnen, dass gerade diese Anzahl dieser Dropouts durch entsprechende tutorielle Begleitung und Betreuung sehr stark vermindert werden kann. Das war so eins der größten Probleme beim E-Learning. Weiterhin kann man anführen, dass E-Learning ja immer sehr stark selbstgesteuertes Lernen ist, wo die Teilnehmenden selber entscheiden müssen, was sie wann und in welchem Umfang machen. Und man hat festgestellt, dass viele Lernenden da doch Probleme mit haben, das noch nicht ganz so gut handeln können zu Beginn und dass gerade diese Anforderungen doch durch tutorielle Unterstützung sehr gut aufgefangen werden können und den Lernenden auch vermittelt werden können. Generell noch ein Punkt, die Aufgaben von Tutoren und Tutorinnen lassen sich auf einer ganz groben Ebene in zwei große Dimensionen einteilen. Das ist zum einen die fachbezogene Betreuung, das heißt alles, was mit den wirklichen Lerninhalten zu tun hat, Fragen zum Stoff, etwas nicht verstanden zu haben, Fragen zu Aufgaben und allem, was man sich darunter vorstellen kann. Aber zum anderen gibt es auch eben die große Dimension der Personen- bzw. gruppenbezogenen Betreuung. Das heißt, wie lerne ich am sinnvollsten? Was ist, wenn innerhalb einer Lerngruppe irgendwas nicht richtig funktioniert? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie sind Aufgaben zu verteilen? Und so weiter und so fort. Also eher der soziale Bereich, der dann abgedeckt werden soll. Ich habe mal eine kleine Grafik mitgebracht, die das nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Auf der einen Achse abgetragen eben der Anteil fachliche Betreuung, auf der anderen der Aspekt persönliche Betreuung. Und Sie sehen hier gibt es unterschiedlichste Modelle, wie so ein Tutor nun aussehen kann. Das sind einmal die beiden Extreme natürlich. Ein Tutor, der sich ausschließlich um persönliche Betreuung der Gruppen oder Einzelnen kümmert, hier mit der Nummer 1 versehene sogenannte Gruppentutor, oder eben die Tutoren und Tutorinnen, die sich ausschließlich auf fachliche Fragen beschränken, eben die Fachtutoren, die 2. Es gibt so eine Mini-Stufe, die beides umfasst, das ist dann irgendwie ein bisschen Basissupport, der ganz wenig in beiden Bereichen macht, aber so das absolute Minimum ist, dass man in einem E-Learning-Umgebung haben sollte. Und es gibt natürlich dann den Tutor oder die Tutorin, die in beiden Bereichen absolut kompetent und fähig ist, den sogenannten idealen Tutor. Sie sehen schon, wir haben das mit Anführungsstrichen versehen, um darauf hinzuweisen, dass es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, eine Person anzutreffen, die in beiden Bereichen natürlich genau alle Ansprüche erfüllen wird. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir häufig mit Konzepten des sogenannten Split-Role-Tutorings. Das heißt, wir erwarten gar nicht mehr, eine Person zu finden, die beides erfüllt, sondern teilen diese Rollen. Das heißt, es gibt Gruppentutoren bei uns, meist in den E-Learning-Umgebungen, die sich wirklich um die Lerngruppen kümmern. Und es gibt Fachtutoren, die für inhaltliche Fragen jeweils zu den einzelnen Kurseinheiten Ansprechpartner sind. Ich habe bisher immer von Tutoren und Tutorinnen gesprochen. Das kennt man ja auch aus Präsenzveranstaltungen an den Universitäten, die meist studentischen Tutoren, die nochmal Vorlesungen nachbereiten.
Hier sprechen wir von Tutorinnen und Tutoren in E-Learning-Umgebungen, in multimedialen Umgebungen. Dort ist meist der Begriff des E-Tutors oder der E-Tutorin vorherrschend, eben um diese tutorielle Betreuung in Online-Szenarien zu beschreiben. Man findet öfter auch Begriffe wie E-Instructor oder E-Facilitator. Wir benutzen meist den Begriff des E-Tutorings aus Anlehnung an diesen klassischen Präsenztutor-Begriff und auch weil das uns der umfassendste erscheint. Wenn keiner fragt, mache ich gnadenlos weiter. Wie sieht's jetzt aus mit tutorieller Betreuung in Second Life? Ist das hier nötig? Ist das hier möglich? Nadine Oystercheck, eine Kollegin von mir, hat kürzlich die These aufgestellt, dass tutorielle Betreuung auch in Second Life ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Lehr-Lern-Szenarien hier ist, dass die auch wirklich funktionieren. Und sie bezieht sich dabei vor allen Dingen auf die Arbeiten von Jilly Salmon, die wahrscheinlich dem einen oder der anderen etwas sagt, ist relativ bekannt dazu, die in diesem Zusammenhang vor allem die persönliche Ansprache und Motivation durch menschliche Komponenten in diesem Zusammenhang hervorgehoben hat. Es ist nun so, wenn man sich Second Life anguckt, das bietet natürlich gerade auf dieser Ebene, bieten sich unzählige Möglichkeiten, sowohl im Bereich der Kommunikation, man denke an die unterschiedlichsten Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, sei es nun wie wir hier über Voice Chat, aber eben auch über den klassischen Text Chat, Instant Messages, Voice Chat Konferenzen, wo man sich nur zu zweit oder mit einer bestimmten Anzahl an Personen zusammenschaltet. Ebenso bietet Second Life Möglichkeiten zur Kooperation, das kennen Sie wahrscheinlich alles, eben die Möglichkeit, miteinander Freundschaft zu schließen und folglich zu sehen, wann andere bestimmte Avatare online sind und sich dann mit den Leuten gezielt zu treffen. Die Gruppenfunktion, dass man sich bestimmten Gruppen anschließen kann, somit über gewisse gemeinsame Interessensgebiete sich vernetzen kann und auch über diese Gruppe an gewissen Aktivitäten und Informationen teilhaben kann. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass Second Life, ja, wie wir alle wissen, nicht gerade ein besonders triviales Medium ist. Das heißt, es stellt natürlich auch sehr hohe Anforderungen, sowohl an die technischen Kompetenzen der Tutorinnen und Tutoren, erstmal hier klarzukommen und dies auch anderen Leuten vermitteln zu können, aber eben auch an die an das didaktische Wissen. Das heißt, wie müssen Lernszenarien hier gestaltet werden? Ich habe dann mal ein wenig gesammelt. Ich hoffe, die Folie ja baut sich ganz gut auf. Wunderbar. Was muss alles erfüllt sein, um in Second Life eine erfolgreiche tutorielle Betreuung zu gewährleisten? Das ist jetzt erstmal nur gesammelt. Wir können gerne nachher darüber diskutieren, ob Ihnen da noch weitere Punkte einfallen. Wäre ich sehr interessiert dran. Zunächst mal, das ist natürlich das Wichtigste und das kennt man auch von anderen E-Learning-Szenarien, muss ein Tutor sicherstellen, dass es einen problemlosen und interessanten Einstieg gibt. Problemlos ist mir bei Second Life zwar bisher noch nicht wirklich untergekommen, aber soweit es geht problemlos, das heißt, man hat eben auch von anderen E-Learning-Szenarien ja immer wieder festgestellt, wenn die Leute gleich zu Beginn schon Probleme haben, mit den Medien klarzukommen, sich einzuloggen und so weiter, verlieren die sehr schnell den Spaß und hören auf, dann können meist die Themen noch so interessant sein. Das heißt, das ist die erste Aufgabe des Tutors, sicherzustellen, dass alle zumindest mit den Grundfunktionen des Mediums Second Life zurechtkommen, sich hier bewegen können, miteinander kommunizieren können. Weiterhin gehört zu den Aufgaben natürlich die Initiierung von Lernaktivitäten und zeitlich synchronen Begegnungen. Vor allem zeitlich synchrone Begegnungen sind ein Element, das ich in Second Life sehr wichtig finde. In meiner Anfangszeit habe ich hier mehr leere Räume und Städte gesehen als alles andere und war schon ziemlich enttäuscht. Muss aber sagen, der Reiz kommt ja wirklich, wenn man mit anderen Avataren gemeinsam vor Ort ist. Das ist eben eine Aufgabe eines Tutors, dafür zu sorgen, dass sich zum Beispiel Lerngruppen oder Seminargruppen hier auch zu fest vorgegebenen Zeiten treffen können und sich gemeinsam austauschen können. Ebenfalls wichtig aus unserer Sicht ist die Anknüpfung an bestehende Lerngewohnheiten. Das heißt an Lerngewohnheiten, wie man sie aus der Präsenzlehre oder aber auch aus anderen E-Learning-Bereichen schon mitbringt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Abbildung traditioneller Lehr-Lern-Szenarien. Wahrscheinlich jetzt hier vielleicht Provokation sorgen. Das ist ja immer eine Diskussion. Sollen Lernräume in Second Life komplett anders aussehen oder warum macht man denn doch nur wieder einen Hörsaal? Wir haben in der Diskussion mit unseren Studierenden festgestellt, dass gerade diejenigen, die neu in Second Life sind, dass es denen doch sehr wichtig ist, etwas zu haben, was ihnen
einfach bekannt ist. Also sei es, dass halt eben der Hörsaal da ist, wo man sich hinsetzen kann, und sei es auch, dass eben der Seminarleiter oder die Seminarleiterin da eben nicht vorne als Furry steht. Also wirklich an was Bekanntes anzuknüpfen. Ebenfalls wichtig oder ein wichtiges Element von tutorieller Betreuung in Second Life ist eben auch das Herstellen einer Balance zwischen Inhaltsvermittlung und kreativen Elementen. Ich probiere gerade schon hier die Inhaltsvermittlung so kurz und knapp wie möglich zu machen, weil Second Life lebt natürlich nicht davon, dass ich hier von einem Whiteboard stehe und Ihnen eine Folie nach der anderen zeige. Das kann ich in manch anderen E-Learning-Umgebungen viel, viel besser. Dafür brauche ich das nicht. Sondern es geht hier auch darum, dass die Teilnehmer kreativ und aktiv werden können, also selber was machen können. Das ist auch etwas, das habe ich jetzt mal trotzdem noch mit aufgenommen. Es ist zwar keine Anforderung an tutorielle Betreuung, aber was Teilnehmende immer wieder äußern, dass sie wirklich Aktivitäten wollen. Also die wollen was machen, die möchten gemeinsam eine Gruppenaufgabe lösen. Die sind immer sehr interessiert, wenn man mit ihnen Orte in Second Life aufsucht und sich wirklich was, was halt angucken kann dort. Fragen, gut. Weitere Punkte, was gehört sonst noch dazu? Natürlich das Festlegen von Kommunikationsregeln kennt man aus anderen Medien wie Chat oder Foren. Wie signalisiere ich beispielsweise, dass ich etwas sagen möchte, während jemand etwas vorträgt? Welche Gesten verwende ich hierfür? Wie verhalte ich mich, während ein anderer etwas sagt? Wie verhalte ich mich in Gruppendiskussionen? Ebenfalls, wie gehe ich mit Störungen um? Jetzt mit dem Punkt, ohne dass sich Teilnehmende entmündigt fühlen. Einen fremden Störer, den schmeiße ich relativ einfach aus meinem Seminarraum. Da habe ich keine Probleme, aber was mache ich mit den Teilnehmenden, die vielleicht auch unbewusst stören, die es gar nicht merken, weil sie einfach noch technische Probleme haben, ohne dass ich die jetzt wirklich bloßstelle, sondern ihnen irgendwie, einerseits natürlich dafür sorge, dass mein Seminar weiterläuft oder mein Vortrag, andererseits aber nicht so mache, dass die nie wiederkommen, weil sie sagen, um Gottes Willen, das war jetzt so entwürdigend für mich, das mache ich nicht mehr. Was ein Tutor in Second Life ebenfalls beachten sollte, ist der Aspekt der Avatargestaltung als sozialer Hinweisreiz. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Diskussionen mit Studierenden haben mir gezeigt, dass gerade die sehr ungewöhnlichen, sage ich jetzt mal, Avatare, also gerade Furries oder wenn man vielleicht nur als Dreieck durch die Gegend schwirren würde, viele Studierende doch gerade als Anfänger verstören würden. Also sie wünschten sich schon, zumindest ist das bei den Teilnehmenden in meinem Seminar so geäußert worden, gerade zu Beginn doch eine Seminarleitung, die offensichtlich einen menschlichen Avatar gewählt hat und wenn möglich dann auch noch einen, der so ein bisschen vermittelt, dass es sich dabei um eine Seminarleitung handelt. Also ich glaube, mein Avatar im Bikini hätte nicht gerade für Begeisterungsstürme gesorgt. Ja. Der vorletzte Punkt dieser Folie. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung und da stehen wir auch noch so ein bisschen am Anfang, das alles zu entdecken, wirklich die Potenziale virtueller Welten zu nutzen. Also eben nicht nur bestehende Szenarien 1:1 zu übertragen, nur Folien zu zeigen, vielleicht dann wieder eine Gruppendiskussion anzuleiern oder auch mal, dass man Google Docs zusätzlich noch nutzt, sondern wirklich zu gucken, welche Potenziale bieten virtuelle Welten, nicht nur Second Life, und wie kann man die auch in Lehr-Lern-Szenarien integrieren. Und hierzu gibt es meiner Meinung nach noch sehr wenig wirklich gute Dinge. Bin ich aber auch gerne offen, wenn jemandem da tolle Beispiele einfallen. Ich sammle die. Genau, jetzt ein kleines Zwischenfazit. Kann man also festhalten, Second Life erweitert die Aufgaben und Kompetenzbereiche von E-Tutoren in allen Bereichen. Also das heißt gleichzeitig aus meiner Sicht auch, dass jemand, der in Second Life tutoriell wirklich tätig sein will, auch eine eigene Ausbildung im Prinzip benötigt, damit das wirklich richtig funktioniert. So, kommen wir zum versprochenen Praxisbeispiel. Ich wollte ganz kurz vorstellen, wie dieses Split-Role-Tutoring, was ich vorhin mal erwähnt habe, eben aussehen kann. Und zwar am Beispiel der von uns, beziehungsweise von zwei Studentinnen bei uns am Lehrstuhl entwickelten moderierten Einführungstour. Einführungstouren und Einführungskurse für Second Life gibt es natürlich wie Sand am Meer. Kennen wahrscheinlich alle, haben alle schon mal mitgemacht, als sie angefangen haben.
Das wollten wir nicht doppeln oder auch nicht neu machen. Wir haben halt nur überlegt, wie sieht das aus? Kann man das nicht verbinden und eine machen, die sich speziell an Personen richtet, die aus dem Umfeld Pädagogik, Erziehungswissenschaften kommen und haben für die halt eine eigene Einführungstour kreiert. Die Hauptziele waren natürlich, klar, eben Einführungstour, das Erlernen grundlegender Fähigkeiten in Second Life. Hierzu gehörten bei uns vor allem Kommunikation, also wie bediene ich den Textchat, wie den Voicechat, wie schicke ich eine IM, Fortbewegung, wie steuere ich meinen Avatar, wie setze ich mich hin, wie teleportiere ich, wie finde ich Orte, die Nutzung des Inventars, was ist das, wo finde ich was, wie lege ich dort was ab, wie komme ich an Sachen wieder ran und der Punkt Avatargestaltung, wie kann ich meinen Avatar verändern. Wir haben da immer eine Übung bei, wo die alle einmal ein T-Shirt anziehen, das es bei uns im Learning Lab gibt, um einmal zu gucken, wie kriege ich denn neue Klamotten an diese seltsame Figur. Also die klassischen Aufgaben, die man aus Einführungskursen kennt. Gleichzeitig versuchen wir aber natürlich auch eben für die Zielgruppe, ihnen einen Eindruck von den pädagogischen Potenzialen von Second Life zu vermitteln. Das heißt, wir suchen im Rahmen dieser Einführungstour, meist sind es zwei, je nachdem, wie wir zeitlich das hinkriegen, auch manchmal drei Orte aus, die wir für besonders gut halten, weil sie es schaffen, Wissen zu vermitteln. In den letzten Einführungstouren waren das, vielleicht kennt das der eine oder die andere, das Wikingerdorf in Happy Denmark, wo man halt sehen kann, wie Wikinger früher gelebt haben, wie so ein Dorf aussah, und das Spaceflight Museum, Spaceport Alpha, glaube ich, was halt auch eine Unzahl an Möglichkeiten bietet, und versuchen somit den Neulingen in Second Life, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, halt auch einen Eindruck davon zu vermitteln, was ist hier wirklich möglich, wenn man wenn man wirklich mal intensiv hier arbeitet und sich umschaut und welche pädagogischen Szenarien gibt es schon. Genau. Im Rahmen dieser Veranstaltung, wir haben die bisher viermal gemacht, stellte sich nach den ersten zwei Durchläufen recht schnell heraus, wir hatten zwar zwei Moderatorinnen, aber es ist trotzdem nicht möglich, dass diese gleichzeitig sowohl die inhaltliche Moderation und Gestaltung der Sitzung übernehmen, als auch sich um die technischen Probleme der neuen Dinge zu kümmern, und haben aus diesem Grund halt auch wieder auf ein Split-Role-Tutoring zurückgegriffen. Das heißt, wir trennten zwischen eben den Moderatorinnen, die auch inhaltlich gestalten, und einer Person, die speziell für technisches Tutoring zuständig ist. Ah, ich sehe gerade, die Erfahrung wird geteilt, ja. Genau. Also es war wirklich nicht möglich. Ich hatte schon probiert, als Mitteilnehmende weiterzuhelfen, aber es hat sich wirklich als gewinnbringend erwiesen, einen speziellen technischen Tutor oder eine technische Tutorin zu kreieren, die gleich zu Beginn der Sitzung auch als solche vorgestellt wird, die sich auch als solche zu erkennen gibt. Der das letzte Mal gemacht hat, hatte ein großes T-Shirt an. Ich habe leider kein Bild davon gefunden. Er hat ein großes T-Shirt an, wo sowohl technischer Tutor drauf stand, als auch nochmal vorne, glaube ich, seine E-Mail-Adresse und sogar seine Handynummer, dass er auch über andere Kanäle erreichbar war. Das hat ganz gut funktioniert. Genau. Ich hatte es nochmal hier zusammengefasst. Besonders bei Neueinsteigern haben wir häufig technische Probleme und besonders schwerwiegende Probleme. Das heißt auch wirklich Probleme, die nicht ignoriert werden können während dieser Einführungstour. Das sind vor allem, ich glaube, das wundert jetzt keinen, Ton- und Voice-Probleme, sei es, dass die Leute nicht sprechen können, was dann meist noch geht, weil sie zumindest teilnehmen können. Recht häufig ist es aber so, dass die auch nichts hören, was dann so überhaupt nicht funktioniert, weil dann natürlich die Teilnahme an der ganzen Sitzung keinen Sinn macht. Ebenfalls recht häufig sind das, ich habe das jetzt mal als Lag-Probleme umschrieben, also anders fühlt es mich nicht an, das sind dann wirklich diese Avatare, die entweder sich dauernd aus- und wieder einloggen müssen oder die auf einmal festhängen, wie wild in der Gegend rumlaufen, zappeln, also ich denke mir mal, das kennt hier jeder, diese klassischen Probleme halt, die dann natürlich der technische Tutor versucht zu beheben. Wir arbeiten da an einer FAQ-Datenbank, um auch späteren Tutoren, die das mal übernehmen sollen, den Einstieg zu erleichtern. Das heißt, die häufigsten Fehler zusammenzutragen, so eine Art Datenbank aufzubauen, wo man immer mal gucken kann, gab es den Fehler schon mal, wie ist der behoben worden, was sind die typischen Schritte, die man durchgeht, wenn jemand weder sprechen noch hören kann. Ja, genau. Ich habe nochmal so ein paar Schwierigkeiten dabei zusammengefasst. Wundert wahrscheinlich auch niemanden. Das fängt teilweise schon an, wirklich bei der Schwierigkeit, das Problem zu identifizieren.
da man eben nur über Second Life oder wenn man Glück hat, auch nochmal über irgendwie ICQ oder Telefonkontakt hat, aber nie wirklich vor dem Rechner der jeweiligen Person sitzt, zumindest bei uns ist das bisher immer so gewesen, muss erstmal das Problem identifiziert werden. Das heißt, das fängt bei so trivialen Sachen an wie, ist das Headset möglicherweise kaputt? Ist das richtig eingestöpselt? Sind die Soundeinstellungen unter Windows korrekt? Oder ist es nur unter Second Life nicht richtig eingestellt? Das muss natürlich alles von dem entsprechenden Probleminhaber auch so kommuniziert werden, dass der Tutor oder die Tutorin da die richtige Fehlerstellung, das richtige Problem feststellt und entsprechend eingreifen kann. Dann eben Fehlerbehebung, das heißt zum einen wirklich zu erkennen, was ist zu tun und das auch den jeweiligen Teilnehmenden so zu vermitteln, dass die verstehen, was sie da machen müssen. Vielen hilft es einfach nicht, wenn man sagt, dann guck doch mal in den Soundeinstellungen, ob dein Mikro überhaupt an ist unter Windows, sondern wirklich dann zu sagen, wo muss hingeklickt werden. Das muss meist auch sehr detailliert beschrieben werden. Hier bin ich auch wieder als technischer Tutor sehr auf die Mitarbeit der jeweiligen Probleminhaber angewiesen, weil die mir immer signalisieren müssen, kommen Sie noch mit und was sehen Sie gerade auf Ihrem Bildschirm. Und schließlich der letzte Punkt, mangelnde Kontrollmöglichkeiten. Das heißt, wenn mir jemand sagt, na, das hat nicht geholfen, hat er wirklich das gemacht, was ich ihm oder ihr gesagt habe oder nicht? Hat er mir wirklich alles gesagt? Hat sie vielleicht noch irgendwas ganz anderes gemacht, von dem ich nichts weiß? Irgendeine Einstellung? Ich bin da ja relativ hilflos, weil ich eben nur das sehen kann, was mir derjenige vermittelt, aber keinerlei Möglichkeiten habe, das jetzt wirklich live auf dem Bildschirm zu überprüfen. Ja. Ich glaube, ich bin zeitlich ganz gut. Ich bin nämlich mit meinen Folien durch. Bedanke mich erstmal soweit für die Aufmerksamkeit und bin jetzt sehr gespannt auf weitere Fragen und die Diskussion. Herzlichen Dank, Tanja Adamus, Lilly Tlanus, für diesen Input. Merci, wunderbar, ja, danke schön, danke, sehr schön. Ja, ich sehe ein interessiertes Publikum, das offenkundig viel von dem Vortrag mitnehmen konnte. Weil ich es vorhin schon vergessen habe, mache ich es jetzt sofort. Ich habe mir gerade extra einen riesigen gelben Klebi auf meinen Bildschirm gemacht, damit ich es nicht vergesse. Wir haben hier einen gelben Würfel mit grünen Linien mitten in den Weg gestellt, damit ich auch auf keinen Fall vergesse, darauf einzugehen. Und zwar erhalten Sie durch das Klicken auf diesen Würfel einen Link zu unserer ersten Erhebung, die wir jetzt im Projekt E-Learning 3D auf den Weg gebracht haben. Dahinter verbirgt sich ein Online-Fragebogen, dessen Beantwortung so circa 10 Minuten in Anspruch nimmt. Und wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele von Ihnen nach der Veranstaltung diese 10 Minuten nehmen würden, um uns einen Eindruck von Ihrer Nutzung von Second Life in Bildungsprozessen zu geben. Gut, genug der Werbung. 10 Minuten reichen aus. Aha, also Sie sehen schon, ein Teilnehmer, den wir nicht vorher gebrieft haben, bestätigt diese Einschätzung von den 10 Minuten. Und Adamus bietet gerade an, die Folien zugänglich zu machen auf mediendidaktik.de. Wir werden den Link hier dann natürlich auch nochmal zur Verfügung stellen. Okay, damit treten wir ein in die Diskussionsrunde. Wir haben wie immer ein paar Thesen vorbereitet. Ich möchte aber auch spontane Nachfragen oder Anregungen oder die Formulierung von Thesen, Kritik oder Zustimmung spontan von Ihnen nicht unterbinden. Wir haben gerade gehört, dieser Bandsatz lädt natürlich zur Spontanität ein. Also wenn es spontane Äußerungen oder Hinweise gibt, dann bitte jetzt. Sonst bombardiere ich Sie mit meinen Thesen. Ich prüfe gerade einmal den Chat, ob ich hier irgendwas verpasst habe. Nein. Okay. Dann würde ich gerne die
mit der These beginnen, so, die hier jetzt gleich zu sehen ist auf dem linken Bildschirm, und zwar bezieht die sich auf das, was Sie so ungefähr auf der Hälfte des Vortrags einmal geschildert haben, nämlich auf die Einbettung von Bildungssituationen, die zunächst mal der Präsenz angeglichen sind, um die Schwelle möglichst niedrig zu halten. Der böse Kritiker könnte an dieser Stelle, Sie haben es vorhin selbst angedeutet, natürlich sagen, wenn lediglich Präsenzsituationen nach SL exportiert werden, entsteht kein Mehrwert, der den hohen technischen Aufwand rechtfertigt, denn dann könnten wir auch genauso in den Präsenzveranstaltungen bleiben, also in den Räumen der Universität. Das gebe ich erstmal so als These rein. Vielleicht können Sie diesen Punkt nochmal auch mit Bezug auf die Erfahrung aus Ihren Seminaren etwas vertiefen. Das Publikum ist natürlich auch aufgerufen, sich dazu zu äußern. Okay, ich verstehe das jetzt mal so, dass ich die Erste bin, die was dazu sagen soll. Ich tue es einfach mal. Das dürfen mal. Sie ja. Okay, gerne. Ich würde es nicht so verstehen, dass es darum geht, lediglich Präsenzsituationen Second Life zu exportieren. Dann stimme ich sogar zu, dann ist das irgendwie kein Mehrwert und dann rechtfertigt das auch den hohen technischen Aufwand nicht. Dann macht das auch aus mediendidaktischer Sicht keinen Sinn, weil wofür brauche ich dann dieses Medium? Das ist so eine der zentralen Fragen der Mediendidaktik. Wenn es keinen Mehrwert hat, kann ich auch dabei bleiben, was ich vorher schon hatte. Ich glaube allerdings nicht, dass es so ist, dass man lediglich Präsenzsituationen nach Second Life exportiert. Und was meine These ist, ist, dass es eben der Anfang ist. Also das nervt gerade wirklich jemand, der mir dauernd versucht, irgendwas zu geben. dass es halt der Punkt ist, wo man anfangen muss, gerade für Neueinsteiger ihnen eben etwas zu bieten, was bekannt ist, was nicht ganz so fremd ist, sondern eben so funktioniert, wie man es aus Lernszenarien, entweder aus Präsenz oder anderen E-Learning-Szenarien halt kennt. Und darauf dann aufzubauen und dann wirklich weiterzumachen mit eben den Potenzialen, die Second Life halt bietet, und auch wirklich wegzugehen von dem, was man aus den klassischen Präsenzsituationen kennt. Okay. Ja, Moment, jetzt genau hält er auch noch ein Plakat hoch. Ich glaube, dann werde ich mal kurz aktiv. Kleinen Moment. Markus, wenn du mal kurz übernehmen würdest, ich kümmere mich mal eben um den Schildhochhalter. Ich sehe gar keinen Schildhochhalter. Ja, aber gibt es weitere Fragen? Also Makito Bonetto ist mein Name. Ich bin ja Mitglied in dem E-Learning 3D-Projekt und unterstütze dich dann jetzt sofort. Ja, die Frage ist ja, die Frage ist ja bei dem Mehrwert, ist es nicht sozusagen schon alleine dadurch ein Mehrwert, dass man, die man ansonsten nicht zusammenbringen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass heute auch wieder hier Personen im Kreise sind, die ansonsten nicht hier mit teilnehmen könnten, wenn es das Medium nicht gäbe. Genau. Nun, ich meine, wir haben jetzt schon auch schon öfter diskutiert, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Janus. Wir haben es schon dafür diskutiert, was bringt es dann für einen Mehrwert gegenüber einer Videokonferenz zum Beispiel. Und da gibt es natürlich, also wie ich finde, zumindest einige Dimensionen, aber ich weiß nicht, ob Sie da auch eine Idee zu haben. Ja, genau das meine ich halt. Also wenn es nur eben darum geht, Leute zusammenzubringen, die an unterschiedlichen Orten sitzen, dann frage ich mich immer, warum nicht per Videokonferenz oder per Skype oder per Chat, das reicht ja auch erstmal aus. Das ist so ein Punkt, da bin ich für mich mir auch noch nicht so ganz einig,
wo ich das genau festmache, aber ich hoffe halt einfach, das ist so ein bisschen meine Forschungsfrage, dass dieser Punkt der sozialen Präsenz ist, der einfach in Second Life intensiver erlebt wird durch die Avatare. Und dass es eben auch dann der Punkt ist, wo ich noch viel Potenzial sehe, wirklich kooperativ zusammenarbeiten zu können. Also der ganze gestalterische Aspekt selber, Dinge machen zu können, Dinge herstellen zu können, gemeinsam an Objekten zu arbeiten, hier wirklich gemeinsam auch Dinge zu erschaffen. Ich lese gerade parallel auch noch den Chat. In einer Videokonferenz ist schwierig, einen Vortrag zu halten, man fühlt sich nicht so in Gemeinschaft wie hier im Hörsaal. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde Vorträge halten hier auch schon recht schwierig, weil mir bei vielen Avataren so im Gegensatz zu Präsenzvorträgen ein bisschen das Feedback fehlt. Also ich sehe halt recht wenig Gestik und Mimik bei den Avataren. Das finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn irgendein Medium dieses Potenzial generell bietet, dann wäre das Second Life. Es müsste ja irgendwie möglich sein, sowas auch zu integrieren, dass man recht einfach nicken oder lachen kann oder den Kopf schütteln oder sowas. Ja, ich finde, dass sozusagen häufig diese räumliche Dimension einfach vernachlässigt wird. Die räumliche Dimension als didaktisches Entscheidungsfeld. Also die Möglichkeit zum Beispiel Räume gemeinsam zu explorieren. Das ist ja bei der Videokonferenz nicht möglich. Also ich finde schon, dass es durchaus einen Mehrwert hat, wenngleich sozusagen das Bild des Avatares nicht so realistisch ausschaut wie es bei einer Videokonferenz. Aber ich weiß nicht, wer das hier im Raum schon mal getan hat, aber wer sich schon mal eine Präsentation mit einer Videokonferenz und dann mit so einem Application Sharing, wo dann Folien eingespielt werden, angeschaut hat, da schläft man ja auch fast ein, weil man sich eigentlich nicht mehr auf das Videobild konzentriert, sondern auf die Folie. Und ich finde, man nimmt dann den Präsentationsraum des Inhaltes von dem Raum, in dem sich die Person befindet, als zwei Räume wahr. Die werden sozusagen nicht miteinander vereint. Wie sehen Sie das? Muss ich ehrlich sagen, habe ich also bei mir persönlich jetzt noch keinen Unterschied festgestellt. Vielleicht müsste ich da meine Teilnehmenden fragen, wie die das empfinden. Nee, zwei Räume nehme ich da wirklich nicht wahr. Guck mal, was im Chat steht. Das ist viel realistischer Zustimmung. Okay, scheinbar nehmen das andere anders wahr als ich. Ich muss es ja auch nicht so wahrnehmen, um es trotzdem sagen zu können, dass das für viele Lernende eben diesen Vorteil bietet. Also ich finde halt, diese ganze Dimension von Raumgestaltung wird eben auch in der Allgemeindidaktik häufig sehr vernachlässigt. Man kriegt das aber zum Beispiel, finde ich, ganz gut rückgespielt, wenn man zum Beispiel Weiterbildungsveranstaltungen macht für zahlende Kundschaft. Da stellt man plötzlich fest, dass von der Lernendenseite, von der Nutzerseite her, diese Dimension scheinbar eine ganz wichtige und relevante ist, dass sie sich sozusagen räumlich wohlfühlen. Also wenn man sich ansonsten unsere Lernstätten anschaut, wie unsere Universität zum Beispiel, dann wird einem deutlich, dass sozusagen in diesem Aspekt viel zu wenig Gewicht sozusagen beigemessen wird. Okay. Ich würde schon interessieren, wie es die anderen sehen. Kann ich zustimmen. Ja, gibt es andere Anmerkungen oder Fragen hier im Raum zu dieser These? Ansonsten könnten wir auch zur einer weiteren These vorgehen. Naomi, das war, habe ich ja das gehört? Ja. Trau dich. Also ich finde, das Informelle finde ich halt nach wie vor immer noch was ganz Besonderes, ja. Es hat eben diesen spielerischen Touch und den finde ich einfach sehr schön und ich wundere mich einerseits doch drüber, wenn ich höre, also dass jetzt so junge Studentinnen und Studenten wirklich erstmal an dem Gewohnten festklammern und erst dann so nach und nach sich hier diesem etwas Fremden anvertrauen. Ja, aber gerade das, was es eben, dass man hier auch spinnen kann, dass man hier einfach mal probieren kann, andere Räume zum Beispiel zu erschaffen oder andere Situationen. Das finde ich halt den großen Mehrwert, ne? Also, dass zum Beispiel dann auch Impulse von hier
in die physische Welt getragen werden können. Und dass man nicht nur schaut, was können wir denn jetzt oder müssen wir denn von dort nach Second Life holen unbedingt. Genau. So, ich bin wieder da. Okay, dann übergebe ich dir wieder. Nein, wir können das ja auch gut so. Kein Problem. Parallel weiter betreiben. Ich wollte nur, bevor wir auf die nächste These zu sprechen kommen, dort noch einmal einhaken, und zwar in Bezug auf die Beispiele, die Sie auch genannt haben, Frau Adamus, vorhin. Da fällt mir nämlich eins ein. Letztens durfte ich auch einmal live dabei sein, vorher auch schon ein paar Mal in SL, wie Christine Fischer von der VHS in SL ihr Konzept vorgestellt hat. Und dort ist aus meiner Sicht die Nutzung des Mediums schon ziemlich weit fortgeschritten für Bildungsveranstaltungen. Da ist es nämlich so, dass die Referenten, die dort in der VHS-Kurse anbieten, keine PowerPoint-Folien benutzen dürfen. Alles Zweidimensionale ist verboten. Also alle Veranstaltungen, die dort durchgeführt werden, werden mit Unterstützung von dreidimensionalen Objekten durchgeführt. Beispielsweise die Schulungen für den Sportbootführerschein See werden so aufgebaut, dass es zwei Schiffsmodelle gibt, an denen dann die Beleuchtung von Seefahrzeugen in der Nacht illustriert wird. Also da wird genau das Potenzial des Mediums ausgeschöpft, indem die Umwelteinstellungen auf Mitternacht gestellt werden und dann werden nacheinander die verschiedenen Leuchtmittel an den Seefahrzeugen angeschaltet, um dann die Teilnehmenden zu fragen, welche Art von Seefahrzeug kommt euch denn da gerade entgegen, denn das wird ja in der Schifffahrt über Leuchten geregelt. Und auch alle anderen Seminarmaterialien werden dreidimensional abgebildet. Das wäre ja schon so ein Ansatz zur Nutzung des Mediums, der auch über das, was wir hier gerade machen, das ist ja, daraus ergibt sich auch, dass ich diese These tatsächlich nur provokativ meinte und nicht selbst der Meinung bin, dass es überflüssig ist, Second Life zu benutzen, nur weil man auch Präsenz Modi oder Präsenzsettings benutzt, dass das also auch weitergeht als diese Veranstaltung hier, die ja sehr, sehr nah an einem Präsenzkolloquium auch liegt. Allerdings mit dem Unterschied, dass wir hier nicht nur Studierende und andere Interessierte aus Bielefeld haben, sondern aus Zürich, aus Frankfurt, aus Hamburg und Bremen. Und das ist, wie ja auch gerade in meiner zeitweisen Abwesenheit diskutiert, tatsächlich auch aus meiner Sicht eins der riesigen Potenziale des Mediums. Okay, ich habe mal wieder etwas weiter ausgeholt und bitte. Dann sage ich gerne mal was zur VHS, weil ich da ja im Team bin und wir zusammen solche Tools entwickeln. Also der Anspruch ist schon so, dass wir das so möglichst ersetzen, wie nur irgendwie möglich. Ne? Aber also bei manchen Inhalten oder so, also das ist nicht einfach. Das braucht auch viel Zeit. Ne? Das braucht viel Ideen, wie man das machen könnte. Also das kann man nicht so ruckzuck alles ersetzen. Aber wir sehen das eben nicht als Einschränkung, wie das jetzt eben genannt worden ist, sondern eigentlich eben als eine Bereicherung. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich begründen, ich kann es einfach nur begründen mit meiner eigenen Lernerfahrung oder wie das aufgenommen wird von den anderen Teilnehmern. Es ist halt einfach, dass wir dann Objekte haben, um die wir uns herum bewegen können, dass eben auch der Stoff quasi fassbarer wird im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das ist so die Idee, also dass er bildhaft wird, zumindest in Teilen, und man sich dann auch gut erinnern kann. Ja, Also so, dass man so verzichten kann auf, das wäre ja ein Verzicht auf die Sprache fast, ja, oder auf die geschriebene Sprache, das denke ich also nicht. Ich glaube, es kommt da also auf eine gute Kombination drauf an.
Also mir fällt dazu sozusagen diese Thematik der Situiertheit des Lernens ein. Also dass man halt das Lernen wirklich in soziale Kontexte sozusagen setzt oder realistische Kontexte setzt. Das haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, diskutiert, als es um diese Henkel Innovation Challenge ging, inwiefern man sozusagen dieses Szenario hier als realen oder relativ realen Kontext sozusagen sehen kann. Und ich meine, wenn man sich überlegt, damals als Heinz Mandl angefangen hat, dieses situierte Lernen sozusagen in E-Learning-Kontext einzubetten, wie schwierig das war, dann sowas wie sozialen Kontext herzustellen über Geschichten und aber medial eben kaum realisierbar, dann finde ich, sieht man hier eindeutig die Potenziale von Second Life. Zumal ja sozusagen zweidimensionale Welten in unserer normalen Realität eigentlich nicht vorkommen. Das können wir benutzen, um auf eine um auf noch eine These einzugehen, die sich auch mit dem Vergleich oder der Anknüpfung von Second Life-Szenarien an Präsenzveranstaltungen befasst. Da habe ich nämlich mal, ja, ist eben nicht als Frage, sondern als These formuliert. Wenn es einer Präsenzbetreuung und damit gehe ich dann besonders auf den Kernaspekt des heutigen Vortrags ein, nämlich das E-Tutoring. Wenn es einer Präsenzbetreuung bedarf, ist die Nutzung von Second Life als ortsunabhängigem Medium doch dann überflüssig. Also wenn ich, und in dieser Einschätzung möchte ich Tanja Adamus auch unterstützen, Studierende auch vor der Nutzung von Second Life tutoriell begleiten muss, um überhaupt mal reinzukommen, dann stellt sich doch wirklich die Frage, ob das nicht ein bisschen viel des Guten ist. Wenn ich diesen Riesenaufwand reinstecke, dann könnte ich ja auch die Veranstaltung präsent durchführen oder mich auf andere E-Learning-Tools verlegen, die vielleicht leichter zugänglich sind, wie Learning-Management-Systeme. Kann ich damit denn irgendjemanden in Rage versetzen? Scheint irgendwie nicht so. Lese zwar ganz fleißig gerade. Auch ein bisschen Ja, tatsächlich. Präsenzeinführungsveranstaltung zu machen. Aber ich muss dazu sagen, in meinem Seminar gab es keine Präsenzeinführungsveranstaltung. Die Einführungstour, die ich vorgestellt habe, findet halt auch komplett in Second Life statt. Jeder komplett von zu Hause. Also Präsenztutoring in dem Sinne gibt es bei uns nicht. Oder gab es nicht. Also das lief wirklich alles über mediale Wege. Daher hat mich die These auch ein bisschen verblüfft. War es denn dann so, dass es in irgendeiner anderen Form online ein Pre-Second Life-Tutorium gab, also oder eine kurze Anleitung, einen Tutorial-PDF oder ähnliches, um die Studierenden erstmal dazu in die Lage zu versetzen, Second Life überhaupt ans Laufen zu bekommen? Oder war das ein Seminar, das dann ohnehin nur mit sehr medienaffinen Studierenden stattgefunden hat? Gut, in Ihrem Studiengang liegt das nahe, dass das so ist. Aber würden Sie sagen, dass Sie das über alle Zielgruppen hinweg so anwenden könnten, oder ist das jetzt ein Spezialfall im Fall des Studiengangs Mediendidaktik? Überlege ich gerade. Ich glaube nicht, dass das über alle Zielgruppen hinweg so einsetzbar ist. Ich muss auch sagen, ich habe im Vorfeld sehr wenig tutoriell begleitet, bewusst. Die Studierenden haben eine kurze schriftliche Anleitung bekommen, wo sie den Client herbekommen, wie sie sich einen Account zulegen und eine kurze Anleitung, wie sie mit den SL-URLs umgehen müssen, um zur Uni zu finden für den ersten Treffpunkt. Das war aber auch schon alles. Hat aber auch bei allen lustigerweise funktioniert. Ob das natürlich besonders medienaffine sind, ja, das kann durchaus sein. Ich muss auch sagen, ein Großteil meiner Studierenden kommt nicht aus dem Diplomstudiengang. Das knüpft ein bisschen an einen Einwand an, den Naomi Greenberg vorhin geäußert hat. Sie wäre so überrascht gewesen, dass diese jungen Studierenden doch noch so an traditionellen Szenarien festhalten. Ich glaube, von meinen 13 Studierenden sind drei aus dem Diplomstudiengang, der Rest ist aus dem weiterbildenden Master. Und die sind durchaus sehr technikaffin,
weil die eben von ihrem Online-Studiengang her schon den Umgang mit Tools wie Skype und Moodle und virtuellen Klassenzimmern wie Adobe Connect und ähnlichem kennen. Also die sind da sehr, sehr affin, glaube ich. Und ich habe auch festgestellt, dass es Leuten leichter fällt, die Spielerfahrung haben, sich in Second Life zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das jemand sonst noch bestätigen kann, aber das scheint auch ein ganz guter Ansatzpunkt zu sein. Ja. Gute Schule. Ne? Vielleicht zufährst du mich dazu. Ja. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon wahrgenommen. Vor 2 Wochen fing hier ein Wirtschaftsenglischkurs in Second Life statt. Und dort war auch ein Studierender dabei, der ganz eindeutig auch einige Stunden schon in seinem Leben am PC verbracht hat, um Spiele zu spielen. Und allein die Hand-Auge-Koordination hilft ja schon sehr, sich hier zu orientieren. Aber in Bezug auf das Thema Präsenzeinführung habe ich jetzt wahrgenommen, auch über die Meldungen im Chat, dass das doch tatsächlich eher ein Anfangsproblem ist und dass Leute, die überhaupt dann das technische Verständnis aufgebracht haben, um nach Second Life hereinzukommen, dann auch relativ schnell diese ganz basale Unterstützung nicht mehr brauchen. Ich möchte noch auf einen, mit einer weiteren und letzten These auf einen Aspekt eingehen Ihres Vortrags, und zwar ist an einer Stelle die Rede davon, dass Second Life besonders in Bezug auf selbstgesteuerte Lernprozesse besondere Potenziale birgt. Da ist dann jetzt gerade mit Bezug auf die Unterstützung dieser selbstgesteuerten Lernprozesse durch Tutorien die These, dass selbstgesteuerte Lernprozesse karikiert werden, wenn sie durch eine fremdgesteuerte tutorielle Begleitung organisiert werden. Also das, was dahinter steht, ist natürlich das Verhältnis von Selbst- und Fremdsteuerung, die Frage danach, inwiefern selbstgesteuerte Lernprozesse dadurch befördert oder im Gegenteil behindert werden, wenn es eine Lehre im Hintergrund gibt oder in Form einer tutoriellen Betreuung, einer Begleitung. Ob das nicht eigentlich ein Paradox ist, Selbststeuerung durch Fremdsteuerung. Ja, klingt auf den ersten Blick so. Ich würde sagen, es ist keine Fremdsteuerung, die dort eingesetzt wird. Es geht, also so wie ich auch und wir am Lehrstuhl auch tutorielle Betreuung verstehen, geht es ja nicht darum, jemanden fremd zu steuern, das sprich jemanden bis in alle kleinsten Details vorzugeben, was er oder sie wie zu machen hat, sondern jemandem Hilfestellungen zu geben, also Angebote zu unterbreiten, dieser Begriff des konstruktivistischen Lernbegleiters, eben Angebote zu machen, jemandem ein gewisses Repertoire an Methoden und Gegenständen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, guck mal, so kann man sowas machen und such dir doch das aus, was zu dir am besten passt. Also so sehe ich das halt. So sehe ich Unterstützung von selbstgesteuerten Lernprozessen. Das heißt eben nicht, jemanden fremd zu steuern, aber das heißt halt schon auch, jemandem zu helfen, wenn er oder sie sagt, Mensch, irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen viel und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, danke für die Einschätzung. Was sagt das Publikum dazu? Gibt es da noch den dringenden Wunsch? Dito, okay. Das ist auf den Punkt gebracht. Ja, wenn ich auf die Uhr blicke, sehe ich, dass wir die angekündigte Stunde bereits schon wieder hinter uns haben. Auch in Second Life läuft in solchen Veranstaltungen die Zeit ziemlich schnell. Und wie auch schon in den vergangenen Veranstaltungen sehe ich auch jetzt durchaus noch so einiges an Möglichkeiten der Weiterdiskussion, aber dann eben nicht in dieser Plenarsituation hier, sondern in etwas gemütlicherer Atmosphäre in unserer Cafete bei einem virtuellen Kaffee oder Cocktail. Wäre es etwas... Genau, dazu lade ich Sie herzlich ein und verabschiede mich an dieser Stelle wieder von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Zuschauerinnen und Zuschauern an den Fernsehbildschirmen. Denn wie immer haben wir die Veranstaltung live gestreamt ins Internet auf unsere Website. Und
hier ist dann wieder das Potenzial von Second Life, dass sie das nächste Mal doch auch in Person ihres Avatars hier anwesend sind, um dann auch noch den interessanten weiterführenden Austausch in der Cafete mitzuerleben. Okay, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Dabeisein und noch einen schönen Abend, und die anwesenden Avatare lade ich ein in unsere Cafete.